So, also aus den 2 bis 3 Stunden sind 5 geworden. Das ist aber gar kein Problem, wahrscheinlich sogar gut so. Das ist jetzt hier unser Teig. Man sieht, ist oben ein bisschen beschlagen. Also das, der soll ja auch genau das machen, das Wasser nicht rauslassen. Das heißt, ich mache das jetzt hier mal so ein bisschen hoch. Schläge hier wieder die Kamera mal so hin, dass man hoffentlich sieht, was ich im Topf mache. Ja, das geht, ne? So. Also, bisschen größer geworden, noch nicht so richtig viel. Und jetzt nehmen wir den so an der Seite, ziehen den lang und machen den so in die Mitte. Und das einmal rundherum. Nennt sich Dehnen und Falten. Habe ich im Buch vom Lutz gelernt. Muss man nicht machen. Aber das Ergebnis wird einfach besser. Es wird fluffigeres Brot, lockereres Brot, ne? Ganz toll. So. Ja, das kann man immer mal machen. Also ich sag mal so, was weiß ich, 3, 4, 5 Mal. Am Anfang kann man das noch so recht grob machen, wie ich das jetzt gemacht habe. Und später immer ein bisschen sorgfältiger, wenn schon mehr Luft im Teig drin ist. Dann ein bisschen zarter damit umgehen. So, bin ich schon zufrieden. Großartig. Das hier machen wir mal wieder drauf. Und boah, die genauen Angaben weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, es war sowas wie in den ersten 18 Stunden. Keine Ahnung, 2, 3 Mal falten, 2, 3 Mal den falten. Wie gesagt, ob man das jetzt, man kann es auch ganz weglassen, aber mit wird es einfach besser. Ob man das jetzt 2 Mal macht, 3 Mal, 4 Mal, keine Ahnung. So, so lassen wir es jetzt wieder stehen, bis morgen. Und morgen früh, den falten wir dann nochmal. Das werde ich auch wieder zeigen. Sieht dann aber genauso aus, aber dann ist bestimmt schon der Teig ein bisschen größer. Und dann wird morgen Nachmittag gebacken. Also bis in 12 Stunden.